liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es um die Stephen King Bücher gehen, die ich auf dem Sub habe, beziehungsweise die sehr weit oben auf meiner Wunschliste stehen und ja, wo ich so ein bisschen in Überlegung bin, ob ich es vielleicht schaffe, diese 5 Bücher in diesem Jahr noch zu lesen und vielleicht auch eine kurze Begründung zu geben, warum ich diese Bücher vielleicht bisher noch nicht gelesen habe, beziehungsweise vielleicht auch, warum sie schon länger auf dem Sub liegen. Und als Kingsianer sozusagen, hat man ja so ein bisschen Angst, dass man irgendwann nichts mehr von Stephen King auf dem Sub hat oder nichts mehr auf der Wunschliste und vielleicht tatsächlich auf ein Buch warten müsste. Das ist ja bei anderen Autoren schon schlimm genug. Bei Stephen King ist es sehr unwahrscheinlich, aber man merkt immer wieder, wenn man so durchgeht, dass da gar nicht mehr so viel ist, was man auf der Wunschliste haben kann. Und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal ein Video dazu und habe 3 Subbücher mitgebracht, die auf meinem Sub sind. Das sind auch gefühlt die einzigen auf dem Sub, sowohl in meinem Regal als auf dem Regal auch von meiner Mama, bei der ja alle gelesenen Stephen Kings landen und auch alle ungelesenen im Grunde dort stehen, außer der Anschlag, der hier oben liegt, weil er für mich zu einem absoluten Highlight gehört hat. Und der muss erstmal noch so ein bisschen für die Erinnerung hier im Regal stehen, aber sonst tatsächlich eher nur die ungelesenen. Und ich denke, wir starten mit dem ersten Buch, und zwar ist das Sarah, je nachdem, wie man es natürlich aussprechen möchte. Und dieses Buch ist, glaube ich, seit letztem Jahr auf meinem Sub, weil mich das Thema einfach mega, mega angesprochen hat. Ich finde tatsächlich auch ein sehr schönes Cover, ist ein altes Heine-Cover und man kann schon sehen, es wurde eingeteilt, denn wir haben vor, es im Mai gemeinsam zu lesen. Michi vom Kanal Michi Rollt hat eine Facebook-Gruppe mit Stephen King-Begeisterten und auch er hat dieses Buch auf dem Sub und so haben wir uns kurz entschlossen gesagt, dass wir im Mai das gemeinsam lesen wollen. Die Facebook-Gruppe packe ich euch natürlich mal unten in die Infobox, wenn ihr Lust habt, nachdem ihr jetzt vielleicht den Klappentext gehört habt, dann vielleicht mitzulesen, dann ist noch gut ein bisschen Zeit, um sich das Buch zu besorgen. Es ist jetzt auch gefühlt gar nicht so dick, hat glaube ich was um die 630 Seiten, 650 Seiten. Also es ist für ein King, ich sag mal, Mittelfeld. Und es geht in Sarah um den Bestseller-Autor Michael Noonan, der seit dem Tod seiner Frau keine Zeile mehr aufs Papier bringt und er in seinen Träumen immer wieder das Sommerhaus in Maine sieht und es ihn dorthin auch zurückzieht, um die Schreibblockade dort dann überwinden zu können. Doch auf dem Haus liegt ein Fluch. Und stellt sich hier die Frage, ob Michael auch dem Bann des Bösen sozusagen in ihn geraten wird. Und finde ich mega spannend, denn ich glaube, wenn Stephen King über Autoren schreibt, was er ja sehr oft tut, hat man natürlich auch immer ein bisschen was Biografisches von ihm mit drin, denkt man sich zumindest. Und so ein Haus in Maine, das verflucht ist, klingt schon sehr cool. Und was da für ein Fluch drauf liegt und was das vielleicht auch mit der Frau zu tun hat von Michael, das ist natürlich schon mega, mega interessant und spannend. Und ich bin einfach gespannt. Also ich habe gefühlt darüber noch nie irgendwie groß was gehört. Ich glaube, dass Sarah jetzt nicht zu einem gehypten Buch von Stephen King gehört. Dennoch bin ich gespannt, es zu entdecken und freue mich auf Maine, freue mich auf das Autorendasein von Michael und eben um diesen Fluch auf dem Haus und weiß gar nicht, wieso mir das so lange nicht über den Weg gelaufen ist, das Buch. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich selbst überrascht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dann letztes Jahr darauf aufmerksam wurde. Und habe es mir dann eben auch gebraucht geholt und ist im guten Zustand. Kann man nicht meckern und bei so einem Wälzer hat man eben Leserillen und auch ich werde eine Leserille reinmachen. Minimum und bin sehr gespannt auf Sarah. Und wenn ihr, wie gesagt, Lust habt, da mitzulesen, wenn euch das anspricht, dann schaut gerne in die Infobox und kommt in die Facebook-Gruppe. Dann habe ich auch ein E-Book auf meinem Sub und zwar Die Augen des Drachen. Habe ich mir, keine Ahnung, schon vor einer ganzen Weile mal irgendwo als E-Book geholt und ist seitdem so ein bisschen auf dem E-Book-Reader verschollen, weil man es natürlich gefühlt auch nicht immer so präsent vor Augen hat wie Bücher im Regal. Und in Die Augen des Drachen geht es, heißt es so schön, ein Meisterwerk der Fantasy vom König des Horrors. Und ich glaube, auch dieser Satz hatte mich damals total
zwar angefixt, weil ich ja ein Fantasy-Mädchen bin und dachte, mal gucken, was da King so wieder ein bisschen zaubern kann. Das heißt hier, König Roland von Delane wird ermordet und man bezichtigt Peter, seinen Sohn und Erben der Tat. Hinter dem Ränkespiel steckt der mächtige Hofzauberer Fleck. Der Kampf um den Thron beginnt. Und hier unten heißt es so schön, der Zauber von Stephen King ist überaus verführerisch, unmöglich, das Buch aus der Hand zu legen. The Washington Post. Und ja, allein glaube ich, dieses Fantasy meets Horror meets Stephen King fand ich mega spannend. Und so ein Ränkespiel erinnert natürlich ein bisschen an das Lied von Eis und Feuer. Und vielleicht hat er sich da tatsächlich irgendwo eine Inspiration geholt, um eben tiefgreifende Charaktere zu erschaffen, die eben um ja, den Kampf, den Spiel um den Thron, ja, sich da vielleicht wirklich so Fantasy- oder High-Fantasy-mäßig trotzdem irgendwie so ein bisschen horrormäßig und ja, so diese übersinnliche Spannung, die ja King schreibt, da irgendwo herzuzaubern. Finde ich mega spannend, die Augen des Drachen. Bin auch gespannt, was es mit dem Titel auf sich hat, denn von einem Drachen ist ja jetzt erstmal noch gar nicht die Rede. Und auch dieses Buch, ja, reizt mich schon sehr und könnte durchaus eines der nächsten Bücher dann auch nach Sarah von Stephen King sein, die ich gerne lesen möchte. Und das letzte Buch, was ich auf dem Sub habe, beziehungsweise habe ich aus der Dunklen Turmreihe 4 Bücher aus dem Sub. Ja, es ist natürlich 3, der zweite Band der Dunklen Turmreihe. Und ich habe ja letztes Jahr Schwarz gelesen, das mir ja so gefühlt überhaupt nicht gefallen hat. Ich glaube tatsächlich nur so die letzten 50 Seiten fand ich irgendwie King-mäßig. Aber es wird mir von allen Seiten immer wieder gesagt, man muss weiterlesen und dass dann die wahre Geschichte eben erst ab Band 2, 3 losgeht. Und bei so einem Meisterwerk, das immer dicker werdende Bücher hat, ich glaube tatsächlich, dass der zweite Teil auch noch einer mit der schlankeren ist, ja, man muss sich, glaube ich, einfach drauf einlassen und man sollte sich am besten wohl einfach jeden Monat einen Band vornehmen und in dieser Geschichte verweilen. Ich glaube, es gibt 7 Teile oder 8, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und nachdem ich oder bevor ich Schwarz gelesen habe, habe ich bei meiner Mama im Regal den 4. Band entdeckt und meiner Mama war damals nicht klar bei der schönen Ausgabe, dass das eben der 4. Teil ist. Das steht dann irgendwo gleich, wenn man aufklappt. Dann hat sie es eben gar nicht gelesen, also steht gefühlt 10 Jahre, 15 Jahre bei uns schon im Regal ungelesen. Und ich habe mir dann den 2. Band 3 und ich glaube der 3. Band Tod, ist das so rum? Ich glaube, ja. Habe ich mir dann jetzt letztes Jahr auch gebraucht geholt und vielleicht gehe ich tatsächlich die Dunkle Turmreihe einfach mal an. Eigentlich eine Reihe, wo ich immer gedacht habe, das liest du eh nie, aber man soll ja niemals nie sagen und man sollte, glaube ich, auch keine Angst vor dieser großen Reihe haben, denn es geht hier schon sehr episch weiter, denn wir haben hier ja den Mann in Schwarz und Roland und ja, sind hier in dieser Welt und versuchen, das große Universum gefühlt ja, zu erkunden und ja, alles dient ja dem Turm, also es gibt sehr viele Anspielungen in anderen Büchern zum Dunklen Turm, die man dann versteht und natürlich auch umgekehrt und ich, ja, bin einfach gespannt, ich bin tatsächlich, ich werde immer neugieriger und vielleicht gibt es so diesen einen Moment, wo es mich dann packt und reißt und ich denke, jetzt bleibt ja gar nichts mehr anderes übrig, als es zu lesen und mal gucken, ob ich da dann tatsächlich weitermache und ich hätte ja dann auch direkt Band 2, 3 und 4 schon hier. Es gibt eigentlich gar keine Ausrede, um zu sagen, man liest nicht doch endlich mal los. Dann habe ich 2 Bücher auf der Wunschliste, was ganz unterschiedliche Gründe hat, warum sie auf der Wunschliste sind, beziehungsweise warum sie vielleicht noch nicht auf dem Sub sind oder warum sie überhaupt noch nicht gelesen sind. Zum einen ist das Wahn. Ein absoluter Schinken. Ich glaube, ist das mit der dickste Stephen King, den es gibt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder war das das nächste Buch, was ich auf der Liste habe? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich dicker Schinken. Und bei Wahn geht es ja um ja, Edgar Freemantle, der auf einer einsamen Insel einen schrecklichen Unfall erleidet. Und die Insel ja, übt dämonische Macht aus. Und schon bald entwickeln sich die Bilder von Edgar, die er eben malt, ein Eigenleben
Und ja, es heißt ja so schön, mit Wahn hat Stephen King ein Meisterwerk des Unheimlichen geschaffen. Roman über die Beharrlichkeit der Liebe und die Gefahren enthemmter Kreativität. Und so einem Maler zu folgen auf eine Insel und was da alles passieren können, wenn Bilder auf einmal anfangen, lebendig zu werden. Ich glaube, wenn das einer geil schreiben kann, dann Stephen King. Bisher tatsächlich schreckte mich hier auch so ein bisschen die Seitenzahl ab und ich war mir nicht schlüssig, ob ich es mir als echtes Buch hole, als E-Book hole, einfach so für unterwegs oder es nicht vielleicht tatsächlich höre. Hab ja aber, ja, seit Monster 1983 die David-Nathan-Hörsperre. Ich kann es aktuell noch gar nicht anders ausdrücken. Ich muss da mal an mir arbeiten. Dementsprechend ist es eben bis jetzt nur auf der Wunschliste, weil ich denke, so ein Wälzer würde sich natürlich auch als E-Book anbieten, gar keine Frage. Ich habe auch damals die Arena als E-Book gelesen, weil mir das viel zu unhandlich gewesen wäre, es wirklich als Buch mit mir herum zu tragen und habe es zwar jetzt als echtes Buch auch hier, aber ich würde es, glaube ich, immer als E-Book lesen und so eben auch bei Wahn. Und ich bin mir eben noch so unschlüssig, ob das eine geile Geschichte wird mit Unheimlichem und oder ob das irgendwie in eine Richtung geht, die mir nicht gefallen könnte. Und das, ja, da bin ich eben, wie gesagt, noch so ein bisschen unschlüssig. Daher ist es auf der Wunschliste. Aber vielleicht habt ihr ja Wahn schon gelesen. Dann immer her mit euren Gedanken. Natürlich bitte spoilerfrei. Und auch vielleicht die Empfehlung, lieber E-Book oder vielleicht doch hören. Vielleicht überwinde ich meine David-Nathan-Sperre. Ja, das wäre auch beim nächsten Buch hilfreich. Denn ich glaube, das könnte tatsächlich mit, ja, 1500 Seiten mit das dickste sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hatte. Ja, es ist The Stand, das letzte Gefecht. Und da scheiden sich tatsächlich bei mir so ein bisschen die Geister im Familien- und Bekanntenkreis, weil das ja eine klassische Dystopie ist und ich als Dystopie-Fan dieses Buch, also vom Meister schlechthin die Dystopie, noch nicht gelesen habe. Und man sich fragt, hat denn dein Leben eigentlich einen Sinn, wenn du zwar Dystopien liebst, die von King aber gar nicht kennst? Und ich dann immer so ins Grübeln komme, was in meinem Leben so falsch gelaufen ist. Ja, und daher ist eben The Stand tatsächlich noch auf meiner Wunschliste. Auch hier stellt sich mir natürlich die Frage, hören, E-Book oder echtes Buch? Ich glaube, einfach bei Wälzern bieten sich für mich wirklich die E-Books an und im Nachgang könnte man sich das Buch ja immer noch ins Regal stellen, wenn es einem gefallen hat, wie es halt bei die Arena auch war, obwohl ich ja die Arena ab der Mitte schon ziemlich grenzwertig fand und es ja in eine Richtung driftete, die ich nicht so gut fand. Aber wir sind jetzt bei The Stand. Ja, und das ist, ja, wir haben hier ein entvölkertes Amerika und hier versuchen eine Handvoll Überlebende, die Zivilisation zu retten. Ihr Gegenspieler ist eine mythische Gestalt, die man den dunklen Mann nennt, eine Verkörperung des absolut Bösen. Und in der Wüste Nevada kommt es zum Entscheidungskampf um das Schicksal der Menschheit. Und man hört so, so viel Gutes von The Stand. Ich glaube, gefühlt, ich habe noch keinen darüber meckern hören. Natürlich wird es immer mal Punkte geben bei einem Buch von 1500 Seiten, dass vielleicht so manche Länge drin ist oder wobei ja bei Stephen King Längen für mich auch nicht schlecht sind. Also das gehört für mich ja dazu und ist so dieses Luftholen, bevor es dann eben irgendwie weitergeht. Und ja, es reizt mich sehr. Ich glaube, es reizt mich eine Spur mehr als Wahn. Aber beide Bücher stehen eben schon ein ganzes Stück auf der Wunschliste und immer so diese Gedanken, in welcher Form werde ich es lesen, hören, E-Booken oder ja, das ist so, da bin ich ein bisschen entschlussfaul, unfreudig. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken möchte, aber das sind jetzt sozusagen die fünf Bücher, die, ja, zumindest die ersten drei, die ich auf dem Sub habe, wo ich denke, dass ich vielleicht dieses Jahr tatsächlich zumindest, ja, die zwei ersten lesen werde. Ob ich mit dem Dunklen Turm weitermache, ist nach wie vor irgendwie noch nicht so richtig feststehend. Und dann eben auch die zwei Wunschlistenbücher, die ich super spannend finde und ja, vielleicht tatsächlich auch das ein oder andere davon dann lesen werde. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute, die Lust haben, diese Wälzer gemeinsam zu lesen. Bei 1500 Seiten müsste man sich gefühlt tatsächlich einen ganzen Monat Zeit nehmen, um, wenn man es in 50 Seiten einteilt, bräuchte man vielleicht einen langen Monat mit 31 Tagen, damit man hinkommt. Ist natürlich schon eine Monsteraufgabe, das ist gar keine Frage und man
sollte 1500 Seiten auch nicht leichtfertig hinnehmen, auch wenn ich jetzt jemand bin, der weniger Angst vor der Länge hat, weil wenn das Buch gut ist, dann können auch 1500 Seiten sehr kurz sein, mit Blick auf die Passage-Trilogie zum Beispiel hier im Hintergrund, wo man gedacht hat, keine Seite war zu viel, und ich vermute auch einfach, dass das bei The Stand so sein wird, und hören wäre natürlich auch ja wirklich eigentlich cool, weil man das natürlich auch in Momenten kann, ja, wo man halt vielleicht nicht lesen könnte und man so eben auch einfach Zeit sinnvoll nutzt. Also das ist zumindest meine Sache bei Hörbüchern. Aber lasst mir da gerne eure Gedanken dazu da, was ihr vielleicht von den 5 Büchern schon kennt, was ihr ja zur Dunklen Turmreihe sagt oder dann tatsächlich auch zu den 2 Wälzern, wenn ihr die schon kennt und lobende Worte habt, dann natürlich immer gerne her zur Motivation und vielleicht auch tatsächlich in welcher Form ihr es vielleicht gelesen oder gehört habt, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.